So, wir haben mal wieder eine Mengengleichheit zu zeigen. Gucken wir uns mal folgende an. Ich behaupte jetzt mal was, okay? Und zwar A geschnitten B vereinigt C. Das soll dasselbe sein wie A geschnitten C vereinigt B geschnitten C. So, das ist erstmal eine Behauptung, ne? Das ist eine Aussage, die kann wahr oder falsch sein. Das heißt, wir müssen jetzt überlegen, soll man das beweisen oder soll man das widerlegen, ne? Vielleicht machen wir uns erstmal, wie üblich oder ja, was empfehlenswert ist, über ein Venn-Diagramm einen Eindruck von der Situation, ob das überhaupt stimmen kann oder nicht. So. Gucken wir mal. Also wir machen mal hier erst die linke Seite, ne? So, das sind die drei Mengen, A, B, C. Und im ersten Teil wird ja A mit B geschnitten. Das ist dieser Bereich hier. So. Und dann wird dieser Bereich mit C vereinigt. Das heißt, wir haben dann, machen wir mal schön bunt, sieht ein bisschen besser aus, ne? Wir haben dann diesen kompletten Bereich hier. So. Das ist A geschnitten B vereinigt C. Okay, jetzt gucken wir uns mal die andere Seite an. Wir schneiden erstmal A mit C. Was ist das? Das ist dieser Bereich. Und hier rechts wird B mit C geschnitten, ne? Das ist dieser Bereich hier. So. Und jetzt wird beides vereinigt. Und da sieht man schon, eine andere Farbe, da sieht man schon, dass das unterschiedlich ist, ne? Die beiden Mengen sind unterschiedlich. Das heißt, die Aussage kann eigentlich nicht stimmen. So. Jetzt müssen wir ein Gegenbeispiel vielleicht mal konstruieren, also ein ganz konkretes Gegenbeispiel. Und man sieht ja hier, dieser Bereich, da unterscheiden sich beide Mengen, ja, und in dem Bereich. Das heißt, wenn wir jetzt ein Gegenbeispiel konstruieren, müssten wir nur in einen von den beiden Bereichen hier ein Element reinpacken und schon hätten wir ein Gegenbeispiel. Also wenn wir Folgendes machen, als Beispiel, wir sagen mal hier, A ist die leere Menge, B ist die leere Menge und C ist die Menge. Da steckt nur hier, guck mal, so eine kleine Sonne drin, ne? So. Okay, das heißt hier bei C haben wir so eine kleine Sonne hier an der Stelle. Und das heißt, dieses Element ist auch nicht in A und nicht in B drin und so weiter. Das heißt, es ist echt nur in C, also hier unten, und es würde sich sozusagen hier, liegt in dem Bereich drin, der sich bei beiden unterscheidet. So, wenn man jetzt mal schaut, hier links, wir nehmen jetzt mal diese drei Mengen, ja. Das ist jetzt unser Gegenbeispiel. A geschnitten B vereinigt C ist gleich die leere Menge geschnitten mit der leeren Menge vereinigt mit der Sonne, ne? Hier mit C. So. Und das ist ja offensichtlich leere Menge geschnitten, leere Menge ist leere Menge vereinigt mit irgendwas ist natürlich hier gerade C. In dem konkreten Beispiel. Und hier in dem Beispiel A geschnitten C. A geschnitten C ist offensichtlich die leere Menge. Und B geschnitten C ist auch die leere Menge. Und wenn wir das dann vereinigen, dann kommt auch die leere Menge raus. So, dann sieht man also hier, haben wir das als Ergebnis, da haben wir das als Ergebnis. Stimmt nicht, kann nicht gleich sein, haben wir ein Gegenbeispiel gefunden.